Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und im globalen Dokkan Battle hat nun die Countdown-Kampagne, der Countdown zum 250 Millionen Celebration, zur 250 Millionen Celebration Feier angefangen. Dementsprechend werden wir uns heute alle Informationen und Details ansehen. Es kamen wirklich sehr viele Sachen rein, unter anderem Extreme Z-Battle, Elder Great Cyberman, ein bevorstehendes World Tournament und etwas ganz Dickes, meine Freunde. Denn wir dürfen den nächsten Dokkan-exklusiven Charakter wählen. Ihr habt richtig gehört, es gibt ein Voting. Es gibt ein Voting. Wir dürfen unter drei Charakteren wählen. Das ist zum einen Hit, Kalifla und Kale. Und eines dieser drei Charaktere wird dann der nächste Dokkan-exklusive Charakter im nächsten Dokkan-Festival-Banner. Mit nächsten würde ich nicht zu ernst nehmen, weil wir wissen eigentlich, das nächste sollte ja eigentlich das von Goku und Freezer sein. Ich denke halt dann so, eines der nächsten. Anyway, worum es halt geht, was wichtig ist, wir haben die Wahl. Wir dürfen den nächsten Dokkan-exklusiven Charakter wählen. Und zwar ist es einer von den dreien, wie gesagt, Hit, Kalifla oder Kale. Wie wählt ihr, meine Freunde? Wie wählt ihr, meine Freunde? Und zwar in der News-Section, entweder hier, klickt ihr hier auf den Link. Wir haben hier einen Link, dann kommt ihr zur Voting-Page. Ihr werdet einmal dahin geführt. Wir wählen hier auch auf jeden Fall einmal. Im Endeffekt, für wen ihr wählt, ist euch selbst überlassen. Wir wissen zu den Charakteren nämlich nichts. Aber, oh je, das ist ein bisschen rausgezoomt. Aber ihr kennt euren Boy. Ja, ich wähle hierfür an der Stelle für Kalifla. Tötet mich in den Kommentaren, macht was ihr wollt. Ich weiß, ihr wollt alle einen Hit, aber euer Boy wählt Kalifla. Kalifla ist mein Girl, ist auf jeden Fall geil. Schade, dass Kefla nicht dabei ist, sonst würde ich instant Kefla wählen. Aber ja, genau, so tut ihr wählen quasi, meine Freunde. Ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen, ist auch auf meinen Social Media Kanal, könnt ihr ihn abchecken. Wie gesagt, der nächste Dokkan-Fest, der nächste Dokkan-Exo-Charakter liegt in unseren Händen, wer es sein wird. Hit, Kalifla oder Kale, gibt euer Voting ab und lasst mich in den Kommentaren wissen, wen ihr gewählt habt und warum. Das Ganze geht, by the way, bis zum 23. August, 7 Uhr morgens unserer Zeit, und die Ergebnisse sollten kommen schon auf der Seite am 3. September. Könnte bei uns der 4. September sein. Anyway, dann kommen wir mal zurück zu der Kampagne, zu den 250 Millionen Global, zum Countdown, zur Countdown-Kampagne. Und zwar geht dieser 7 Tage lang, und nach diesen 7 Tagen heißt am 28. August um 7 Uhr morgens startet die 250 Millionen Celebration Kampagne, und bis dahin haben wir, wie gesagt, jeden Tag ein bisschen was zu tun. Countdown eben, kennt ihr, wie aus dem Jubiläum. Zum einen ist ein Countdown-Login-Bonus online, wir werden uns gleich betrachten, was wir da abstauben können über die 7 Tage. Purunga-Mission gehen online, 250 Millionen Global Download, Purunga Dragon Ball Campaign geht erst ab morgen online, ab morgen 7 Uhr starten die Purunga-Missionen. Ich werde euch auf jeden Fall da wissen lassen, was ihr jeden Tag machen müsst. Es sind ein bisschen andere Missionen, von der Struktur her gleich ein Ticken anders. Aber ab morgen werdet ihr dann die Daily Purunga-Mission Dosis bekommen, was ihr daily machen müsst. Deswegen auch wirklich Empfehlung, checkt meine Social Media Kanäle, habt alle Links in der Beschreibung. Familienkammer Summon ist online, da würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen zu summon. Warum ist das Ganze online? Also spart ihr bei eure Stones für das 250 Millionen Download Celebration, für die Celebration. Warum ist es online? Wegen dem Extreme Z Battle. Das Extreme Z Battle von dem Trio der Familienkammer ist nun online, geht bis zum 4. Oktober an der Stelle. Wir werden das Extreme Z Battle heute im Stream machen. Heute ab 18 Uhr gehen wir live auf Twitch. Was gibt es hier zu sagen? Vorerst, wir gucken uns die Details gleich an am besten. Aber eine Sache: im JP haben wir quasi eine Währung im Barbershop bekommen. Das war so eine Schriftrolle. Da konnten wir uns die holen aus dem Barbershop, free to play. Das gibt es auf Global leider nicht. Leider nicht. Falls ihr mich fragt, warum, ich finde es zum einen sehr schade und frech, aber zum anderen, wenn ihr eine Antwort wissen wollt, dann wahrscheinlich, weil sie wirklich aus den Tickets in der Pilaf's Trove in der letzten Zeit holbar waren, beziehungsweise kaufbar waren. Ja, das ist ja kein Vergleich. Deswegen finde ich das frech. Aber ich habe euch ja mal gesagt, man konnte sie mit den Red Dragonstone holen, wenn mich alles täuscht, in dem Jubiläum. Und ich habe euch da gesagt, ihr habt mich gefragt, ey, sollte man die holen? Ich hab euch gesagt, nein, weil wir sie quasi noch bekommen werden, Free-to-Play, durch andere Währungen aus dem Barbershop, durch diese Schriftrolle. Es kam nicht dazu, aber ich stehe immer noch zu meinen Wortfreunden. Wisst ihr warum? Weil die anderen Charaktere aus dem roten Dragonstone sind dennoch im Schnitt besser als diese Charaktere, denn die anderen Charaktere aus dem Red Dragonstone, zum Beispiel Super Saiyan 3 Goku, Final Form Freezer, beziehungsweise Full Power Freezer und, die bekommen auch oder haben Extreme Z Battle und sind nach dem Extreme Z Battle dann besser als die Jungs. Deswegen stehe ich auf jeden Fall noch da zu meinem Wort, falls ihr euch das fragt. Dann Elder Great Cyberman ist online in einem Friend Summon. Ich werde heute noch einen Guide dazu raushauen, könnte dauern, ich muss das Ganze erstmal erfarmen. Um es kurz zu sagen, braucht ihr, wenn ihr noch 100% bringen wollt, 24 Stück. Einen bringt ihr auf SA 10, den zweiten auch auf SA 10, die beiden müsst ihr hoch auf LR klatschen und dann müsst ihr 4
die vier restlichen Dupes auf UR bringen und dann die Dupes öffnen von dem einen. Ist ähnlich wie das vom LA Androids Guide. Wie gesagt, euren Guide werde ich euch heute noch liefern. Könnte aber dauern, weil ich das Ganze noch farmen muss. Kommt aber auf jeden Fall heute noch. Alles klar. Zudem ist Hero Examination Plan Event. Die zwei Events sind daily jetzt online. Ab heute bis zum 4. Oktober, weil man die Medaillen für die Great Simons aus diesem Event bekommt. Falls ihr euch fragt, welche Medaillen braucht ihr, man kann sie bei dem Dokkan Awaken Button anschauen, beziehungsweise werden es gleich noch sehen. Alright, Story Event ist online, das EZA von Gohan, das Event ist online, Story und Tapion, und zwar das Extreme Z-Battle, beziehungsweise Story Event zu den Trio, weil man da die Medaillen farmen kann und sie erwecken kann. World Tournament startet am 24. August um 8.30 Uhr unserer Zeit, geht bis zum 27. um 8 Uhr unserer Zeit. Also eigentlich 3 Tage lang, Gott sei Dank weniger. Normal sind es immer 5, deswegen freut mich das auf jeden Fall. Alle Dokumente sind ab nun online. Wenn ihr das Ganze, wenn ihr das Video anschaut, sind die Dokumente jeden Tag online bis zum 4. Oktober. Und wir haben vierfach Experience auf die Story Quest. Ist auch online. Heißt, wenn ihr questen wollt, beziehungsweise wenn ihr leveln wollt, wenn ihr ranken wollt, leveln wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Quest Stage. Macht die allerletzte Quest Stage, die bei euch gerade erhältlich ist. Da bekommt ihr quasi am meisten Experience, nämlich vierfach Experience auf die Quest Stage. Also, und Barbershop Angebote gibt es ja an der Stelle auch 30%. Dann gucken wir uns mal die anderen ganzen Sachen an. Wie gesagt, Great Simon findet ihr aus dem Friend Summon. Könnt ihr euch da holen, wie L. Andrews und L. Hercule. Guide werde ich euch heute noch liefern. Genau, und um sie zu erwecken, braucht ihr quasi um SSR, von der SSR-Stufe auf SSR bzw. UR, braucht ihr jeweils ein von diesen Medaillen, die hier gelistet sind. Wie gesagt, alle im Hero Examination Plan, schaut am besten auf dem Event vorbei, bei dem Infotab, dann bekommt ihr das zu wissen, auf welcher Stage das genau ist. Dann braucht ihr von diesen Medaillen, die gelistet sind, jeweils 3 Stück und schlussendlich von den Medaillen, die hier gelistet sind, um sie auf den LR-Status zu bringen, 5 Stück. Aber wie gesagt, wenn ihr sie von 0 auf 100% bringen wollt, dann braucht ihr natürlich erstmal hier, um es euch kurz zu sagen, 6 Stück jeweils von jedem dieser Medaillen hier. Von diesen braucht ihr auch 6 Stück jeweils und von diesen braucht ihr 10 Stück. Wie, warum, weshalb, im heutigen Guide dann ausführlich. Alright, ja, aus dem Friends Summon haben wir dann das hinzubekommen. Login-Bonus, wie gesagt, jeden Tag über 7 Tage bekommen wir etwas rein, nämlich einen Stone und 2500 Friend Points, um quasi hier für die LA Great Simon zu farmen, beziehungsweise, zusammen farmen. Die ersten 4 Tage bekommen wir 1 Stone, beziehungsweise die ersten 5 Tage, dann vorletzter Tag 2 Stones, am letzten Tag 3 Stones. Wie gesagt, am 28. August, 7 Uhr morgens, startet dann die 250 Millionen Celebration. Die Feier startet dann an diesem Tag. Summon ist online, könnt ihr euch gerne abchecken. 3x30 Stones pro Multisummon. Ich würde euch aber empfehlen, summon dann nicht, weil spart eure Stones lieber für die Feier. Extreme Z-Battle ist online, machen wir heute im Stream ab 18 Uhr, wie schon gesagt. Aber wichtig für euch, Extreme Agility Charaktere und Extreme Tech Charaktere haben einen Typenvorteil, weil wir kämpfen gegen das ganze Trio von Level 1 bis 30. Von Level 1 bis 30 gibt es auch Preise, Grand Kais, Orbs unter anderem und die Medaille natürlich für die Charaktere, aber auch ein Stone, heißt 30 Stones könnt ihr euch holen bis Level 30. Aber die Movie Boss Charaktere der Kategorie Movie Bosses machen nicht mehr Schaden gegen sie. Diese Kategorie ist effektiv gegen die Jungs. Genau. Und dann, ja, das Voting ganz wichtig, wie gesagt. Die ganzen Tab-Events haben uns schon öfters angesehen. Ihr wisst wahrscheinlich da Bescheid, was ihr da machen müsst. Ganz, ganz wichtig wegen dem Voting, Freunde. Schaut auf jeden Fall im Voting vorbei. Votet für die drei, für wen auch immer. Lasst mich in den Kommentaren wissen, und warum ihr für sie votet. Sei es Hit, Khalifla oder Kale. Ihr wisst, ich habe für Khalifla gewotet, weil my girl Khalifla. Aber ansonsten wäre es für die Information zur Countdown-Celebration, meine Freunde. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.